Sieht das nicht lecker aus? Ihr braucht eine Zucchini und etwas Paprika. Daraus baut ihr erstmal so etwas und dann schneidet ihr von den Paprikas die Köpfe ab und entfernt die Kerngehäuse und dann werden die Paprikas in kleine Stücke geschnitten. Das gleiche macht ihr dann auch mit der Zucchini. In kleine Stücke schneiden und dann zur Seite stellen. Jetzt braucht ihr noch Feta-Käse, Gouda-Käse und Gnocchis und ein leckeres Öl. Dazu komme ich gleich. Das kommt alles jetzt in eine Auflaufform und zwar erstmal die Gnocchis unten rein. Dann schnappt ihr euch das Gemüse, das kommt oben drüber. Das dann einmal schön mit den Fingern vermengen. Und ja, wenn was daneben fällt, mein Gott, dann müsst ihr gleich wieder aufräumen. So wie bei mir. So, dann schnappt ihr euch ein Gewürz eurer Wahl. Ich habe jetzt hier ein Gyros-Gewürz genommen von Big Mike's Food und dann das leckere Öl vom Ben. Das ist ein Chiliöl allerleckerster Kajüte, kann ich euch sagen. Und dann kommt der Feta-Käse obendrauf. Natürlich nicht als ganz Klotz, sondern schön klein zerbröseln und dann unterrühren unter die Gnocchis und das Gemüse. Dann der Gouda oben drüber und ja, dann geht es bei perfektem Grillwetter ab zu meinem Holzbackofen. Der wird angefeuert, mein Märklinger, und dann warte ich kurz und dann kommt auch schon die Auflaufform hinein. Nach gut 30 Minuten bei 180 Grad sieht das Ganze so aus und was soll ich euch sagen, es war lecker.